Eins von sieben Paaren wird nicht schwanger. Gehörst du vielleicht dazu? Und ist eine Kinderwunschbehandlung, eine Kinderwunschklinik ein sicherer Plan B, wenn es auf natürlichem Weg nicht klappt? In diesem Video sprechen wir darüber, wie du herausfindest, ob eine Kinderwunschbehandlung für euch als Paar der nächste sinnvolle Schritt sein kann, von welchen Faktoren es abhängt, ob eine solche Behandlung klappt oder nicht. Und ganz wichtig, zum Ende verrate ich dir noch, was dir keiner über Kinderwunschbehandlung verrät, was du aber unbedingt wissen solltest. Starten wir rein in das Video. Ich bin Melissa, ich bin Kinderwunschcoach und arbeite also täglich mit Frauen und Paaren zusammen, die schwanger werden möchten. Dabei sind auch einige Frauen und Paare dabei, die ihren Weg schon länger gehen, die auch schon mal Kinderwunschbehandlungen hinter sich haben oder sich auf Kinderwunschbehandlungen vorbereiten möchten. Und ich möchte dir immer zwischendurch mal ein paar Erfahrungswerte mitgeben. Denn das finde ich ganz, ganz wichtig, dass du dich auf der einen Seite gut vorbereitet fühlst, wenn du so etwas in Erwägung ziehst, und auf der anderen Seite aber auch abschätzen kannst, ist das denn wirklich ein richtiger Schritt für mich? Denn ich habe schon so häufig erlebt, dass viele ins Frauen. Coaching kommen und sagen, Kinderwunschbehandlung habe ich schon probiert, es hat leider nicht geklappt. Und es ein bisschen an Klarheit gefehlt hat und auch so ein bisschen an dieser, ja, ich möchte aber auch etwas dazu beitragen, dass es denn funktioniert. Und dafür sind eben diese Informationen aus diesem Video so wichtig, damit ich überhaupt mit diesem Gefühl reinstarten kann, okay, ich verstehe meine individuelle Situation. Und neben der Behandlung, selbst wenn ich sie in Anspruch nehme, was ja durchaus legitim sein kann, habe ich aber auch eigene Tools, um meinen Körper, die Einnistung und die Wahrscheinlichkeit auf eine Schwangerschaft bestmöglich zu unterstützen. Das ist ganz, ganz wichtig, um sowohl deinem Körper Hilfe zur Selbsthilfe zu geben in dieser recht anstrengenden Zeit, als auch für dich das Gefühl zu haben, okay, ich kann auch was beitragen. Ich bin jetzt nicht nur der Schulmedizin ausgeliefert. Wie wahrscheinlich ist das denn, dass du mit einer Kinderwunschbehandlung überhaupt schwanger wirst? Es gibt verschiedene prozentuale Angaben, auch je nach Behandlung manchmal unterschiedlich. Im Schnitt kann man sagen, zwischen 20 und 30% der Paare werden schwanger. Wichtig dabei, bei solchen Statistiken ist zu wissen, dass die Anzahl der Behandlungen in dieser prozentualen Angabe häufig gar nicht mit einbezogen wird. Also ob ich jetzt als Paar einmal eine Behandlung mache oder schon zum fünften Mal da bin, das spielt in diese Zahlen nicht wirklich rein. Behaltet das im Hinterkopf. Es ist in der Regel kein Fast Track zu einer Schwangerschaft. Und deswegen, gerade deswegen ist es so wichtig, sowohl den Körper zu unterstützen, eine Riesenbelastung für den Körper zum Teil, als auch emotional sich darauf vorbereiten zu können, was kommt denn da überhaupt auf mich zu? Um jetzt herauszufinden, für dich und für euch als Paar, ist denn so eine Kinderwunschbehandlung wirklich der nächste sinnvolle und logische Schritt, würde ich mir die folgenden vier Fragen stellen. Das habe ich so als die wichtigsten Fragen mal aufgeschrieben. Erst einmal, hast du wirklich alle Informationen, um eine möglichst faktenbasierte Entscheidung zu treffen? Ich weiß, der Wunsch ist groß, den ihr habt, das darf auch so sein. Und ihr habt natürlich auch große Hoffnung, dass die Kinderwunschklinik die Lösung schlechthin ist und dass euch endlich dieser Wunsch auch erfüllt wird und ihr die entsprechende Unterstützung bekommt. Und das ist natürlich alles sehr emotional. Wenn wir über einen Kinderwunsch sprechen, ist das immer emotional. Aber es geht um eine medizinische Behandlung, um einen wirklich massiven Eingriff in euer Hormonsystem. Und aus diesem Grund solltest du dir versuchen, auch rationale Pro und Kontras zu überlegen, was ist jetzt das Richtige und welche Informationen brauche ich noch? Zum Beispiel, welche Medikamente und Hormone werden eingesetzt? Welche möglichen Nebenwirkungen können auftreten? Auch langfristig gesehen, was gibt es da vielleicht schon für Erkenntnisse? Gibt es da schon Erfahrungsberichte dazu? Was sagen die Ärzte dazu? Aber vielleicht auch unabhängige Personen oder Quellen, die dir jetzt nicht unbedingt eine Kinderwunschbehandlung verkaufen wollen. Was ist der Ablauf? Gibt es eine mögliche Unterstützung für mich auf emotionaler oder körperlicher Ebene im Rahmen des Klinikalltags, aber vielleicht auch außerhalb? Und wenn da noch Fragen offen sind, wer kann dir diese Fragen beantworten? Ganz wichtig, ne? Also sind das Therapeuten, sind das Heilpraktiker, sind das deine Ärzte in der Kinderwunschklinik, sind das Freunde, Bekannte, die schon mal so eine Behandlung gemacht haben, mit unterschiedlichem Ausgang? Ich würde beide mal befragen. Natürlich wünscht man sich immer einen positiven Ausgang und das kann ja auch durchaus sein. Aber denkt da bitte in beide Richtungen, dass ihr euch als Paar ein vernünftiges Bild machen könnt davon.
Frage Nummer zwei, die ich mir stellen würde, fühlst du dich wirklich gut vorbereitet, allgemein gesehen? Und beziehe dabei sowohl emotionale Fakten mit ein, sowas wie, fühle ich mich emotional gestärkt, um diesen Weg zu gehen? Ich weiß, es ist, ich meine, stellt euch vor, ihr, wenn ihr in der Kinderwunschbehandlung seid, dann ist das nicht nur das, was ihr eh schon macht für den Kinderwunsch und eure Fruchtbarkeit, sondern das ist auch noch zeitlich fixiert. Ihr seid terminiert. Ihr habt im Kalender verschiedene Daten, zu denen ihr zur Kinderwunschklinik fahrt. Ihr wisst ganz genau, wann der Transfer ist, wann also auch die Zeit beginnt des Wartens und des Hoffens. Die 2 Wochen, die ihr da verbringt, von dem Transfer bis zum positiven Test oder von der Behandlung an sich bis zum positiven Test, euch wird das sehr bewusst sein. Fühlt ihr euch emotional gestärkt dafür? Und wenn nein, wie könnt ihr diese emotionale Stärke erreichen? Wer kann euch vielleicht dabei helfen? Wie könnt ihr euch als Paar unterstützen? Aber auch auf körperlicher Ebene. Zum Beispiel sind meine Nährstoffdepots aufgefüllt. Ja, was brauche ich noch, um jetzt nicht nur die Behandlung vorzubereiten, sondern auch eine potenzielle Schwangerschaft, um da wirklich gut reingehen zu können? Weil immer daran denken, die Kinderwunschklinik hilft euch beim Schwangerwerden. Schwanger bleiben muss euer Körper aus eigener Kraft schaffen. Und deswegen macht das natürlich total Sinn, sich vorzubereiten. Es kommt übrigens ein weiteres Video dazu. Das heißt, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast und wirklich mit dem Gedanken spielst, dann mach das am besten jetzt und aktivier auch die Glocke. Dann kriegst du direkt mit, wann dieses Video online kommt. Frage Nummer 3, die finde ich sehr machtvoll. Wie kann ich die Behandlung auch mit meinen natürlichen und ganzheitlichen Maßnahmen unterstützen? Was kann ich in meiner Ernährung tun? Welche Nahrungsergänzung macht Sinn? Wie viel Bewegung macht Sinn? Wie viel Schlaf macht Sinn? All das, all diese Dinge, weil dann hast du auf der einen Seite natürlich erstmal grundsätzlich diesen positiven Einfluss auf die Behandlung und vielleicht auch den Behandlungserfolg. Und zum anderen fühlst du dich der Klinik und der Schulmedizin ja nicht so ausgeliefert, nicht so fremdbestimmt. Du hast halt auch selber noch Maßnahmen, die du umsetzen kannst. Das finde ich vor allem für diese 2 Wochen Wartezeit so wichtig, um auch zu sehen, okay, ich muss jetzt hier nicht nur Däumchen drehen, ne, und warten, bis die 2 Wochen rum sind, sondern ich kann auch wirklich aktiv was tun, wovon dem ich weiß, okay, das unterstützt mich, meinen Körper, meine Hormone, eine potenzielle Schwangerschaft. Und Frage Nummer 4 wäre, fühlt sich dieser Schritt in eine Kinderwunschbehandlung zu gehen, für uns als Paar richtig und logisch an? Ja, haben wir das Commitment zu sagen, okay, da starten wir jetzt rein? Wenn du auch nur bei einem dieser Fragen jetzt ein bisschen Unsicherheit verspürt hast, dann würde ich dieser ganzen Sache mal auf den Grund gehen und frag dich dann, warum fühle ich mich da unsicher und wie kann ich diese Unsicherheit in Sicherheit verwandeln, wie kann ich da mehr Klarheit bekommen und auch Antworten auf meine Fragen. Ob nämlich so eine Behandlung klappt, das hängt von verschiedenen Faktoren ab und die sind sehr unterschiedlich. Zum einen ist natürlich die Frage, was ist überhaupt die Ursache, dass ihr auf natürlichem Weg bisher noch nicht schwanger geworden seid? Und was ich total schade finde, ich kriege das immer wieder mit, sowohl in den Coachings als auch wenn ich Umfragen mache, mal bei Instagram oder mir andere berichten, die dann schon in Kinderwunschbehandlung waren. Mensch, ich habe zwar Blutwerte, da werden umfangreiche Tests gemacht, aber so richtig aufgeklärt werde ich nicht, was das überhaupt alles bedeutet, was die Werte bedeuten, ob ich vielleicht auch noch zu Hause was machen kann, um diese Werte positiv zu beeinflussen. Was hat überhaupt jetzt einen Einfluss auf meine grundsätzliche Fruchtbarkeit, auf den Erhalt der Schwangerschaft, auf die Behandlung? Ja, da kriege ich einfach viel zu wenig Input. Wenn es dir auch mal so gegangen ist oder so geht in deiner Kinderwunschklinik, wenn du schon in Behandlung bist, schreib mir mal das unten bitte in die Kommentare. Mich würde es echt interessieren, weil die Frage ist ja, die man sich dann stellt, wenn ich sowas auch mal wirklich schwarz auf weiß sehe und ich jemanden habe, der mir das mal individuell bewerten kann für mich. Kann eine Kinderwunschbehandlung diese Ursache für meine bisherige Unfruchtbarkeit ausgleichen? Also habe ich überhaupt das Potenzial, schneller schwanger zu werden oder besser schwanger zu werden mit so einer Kinderwunschbehandlung? Kann ich das umgehen oder ist das Problem immer noch da? Und die zweite Frage, die du dir gleich in dem Zusammenhang stellen solltest, ist, hat diese Ursache hinterher auch einen Einfluss auf die Einnistung und den Erhalt der Schwangerschaft? Nochmal, die Kinderwunschbehandlung, die Kinderwunschklinik hilft dir dabei, schwanger zu werden, aber schwanger bleiben muss dein Körper selbst. Das muss der schaffen aus eigener Kraft. Da muss dann alles dafür da sein, was er dafür braucht. Und da ist natürlich die Frage, wenn die Ursache auch einen Einfluss darauf hat, inwieweit man das nicht vorher mal klären sollte, und ob das dann nicht zielführender ist, ne? Und gerade dafür ist das natürlich sehr, sehr wichtig, auch offen zu sprechen mit dem Arzt und auch diese Fragen nochmal zu stellen.
Der dritte Grund oder der dritte Faktor, was einen Einfluss hat, ist der allgemeine Gesundheitszustand. Ne? Also wie gesund bin ich, wie sind meine Hormone im Gleichgewicht? Das hat natürlich einen Einfluss. Leider hat bei uns Frauen auch das Alter einen Einfluss, weil davon auch die Eizellmenge abhängt und auch die Zellgesundheit häufig. Das ist halt auch nochmal ein Thema und ich weiß, dass viele von euch mit dem Alter da schon auch ein Thema haben und sagen, oh, ich möchte aber, dass das schnell klappt. Ne? Ich höre so manchmal echt die Uhr ticken und ich kann es auch echt total verstehen. Sage ich gleich nochmal was dazu. Was natürlich auch ein Faktor hat, sind spontane genetische Veränderungen, was aber auch bei natürlichen Befruchtungen durchaus zu Fehlgeburten führt, ne? Was sogar recht häufig vorkommt. Das heißt, das haben wir natürlich bei einer künstlichen Befruchtung auch in den meisten Fällen und auch organische Ursachen, ne? Wobei man da sagen muss, gut, Kinderwunschbehandlung, habe ich jetzt zum Beispiel verstopfte Eileiter, da kann eine Kinderwunschbehandlung dieses Problem ja umgehen. Ne? Also da muss man sich immer so ein bisschen fragen, was liegt denn da jetzt bei mir vor? So, und jetzt habe ich ja gesagt, ich sage da noch was zum Alter und so. Das Gute dabei ist, auf den allgemeinen Gesundheitszustand, auf diese Vorbereitung, Ursachenforschung oder auch auf natürlichem Weg diese Ursache anzugehen oder Schwangerschaft erhalten, das unterstützen, darauf hast du auf jeden Fall einen Einfluss. Nicht auf alles, aber den Teil, den wir beeinflussen können, das finde ich sehr wichtig, dass man sich dann sagt, alles klar, die Maßnahmen setze ich um. Ich achte zum Beispiel auf einen aufgefüllten Eisenspeicher, dann bin ich damit schon mal safe für die Schwangerschaft. Ja, das sind alles keine Garantien, aber es sind alles Optionen, die du hast. Und das finde ich sehr, sehr wichtig in dieser Zeit. Ob etwas klappt, nämlich die Kinderwunschbehandlung, hängt auch davon ab, was wir jetzt besprechen, weil das sagt dir kaum jemand in Kinderwunschkliniken. Das finde ich sehr, sehr, sehr schade, denn es hat einen Einfluss und du solltest ihn kennen. Ja, Kinderwunschbehandlungen haben immer etwas mit künstlichen Hormonen und Medikamenten zu tun. Und das ist und bleibt eben ein Risiko, weil dein Körper und dein ganzes Hormonsystem ist wirklich ein komplexes, ganzheitliches System. Und diese künstlichen Hormone greifen in dieses System ein. Dieses Hormonsystem, das ist wie ein Gefüge aus Zahnrädern. Bewegst du eins, bewegt sich ein anderes Zahnrad mit, es bewegen sich zum Teil aber auch mehrere mit. Und natürlich haben wir einen Einfluss durch den Einsatz von künstlichen Hormonen auf unsere natürlichen Hormone. Stell dir vor, dein Körper muss halt die ganze Zeit dann während der Behandlung und während der Einnahme selber regulieren, wie viel er von dem natürlichen Hormon freisetzt und wann er das freisetzt. Und das muss dann auch noch alles zusammenpassen, dass auch alle anderen Hormone, zum Beispiel die, die für die Einnistung verantwortlich sind oder auch für den Erhalt der Schwangerschaft verantwortlich sind, dass die zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Menge ausgeschüttet werden. Keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Das muss klar sein. Ich finde, da wird zu wenig drüber gesprochen. Das heißt jetzt nicht, oh Gott, alles schlimm, bloß nicht machen Kinderwunschbehandlung, aber ich finde schon, dass man sich darüber im Klaren sein sollte und auch abwägen sollte, ist das dann jetzt der richtige Zeitpunkt für mich? Und B, wenn ja, wie kann ich denn meinen Körper bestmöglich unterstützen, um damit zurechtzukommen, um sich selbst regulieren zu können? Du gibst deinem Körper Hilfe zur Selbsthilfe und motivierst ihn quasi zu dieser Eigenregulation, dass deine Hormone funktionieren, dass sie im Gleichgewicht bleiben. Ein Einflussfaktor, über den auch selten gesprochen wird, ist deine Leber. Ja, durch diese Medikamente wird deine Leber stark belastet. Und die ist nicht nur dafür verantwortlich, diese Medikamente und künstlichen Hormone zu verarbeiten, sondern die ist maßgeblich auch an der Hormonbildung beteiligt. Kleines Beispiel, du wirst schwanger und mit das wichtigste Organ ist die Schilddrüse. Die Schilddrüsenfunktion bestimmt maßgeblich darüber, ob die Schwangerschaft erhalten bleibt oder nicht. 60% der Schilddrüsenhormone werden in der Leber und im umliegenden Gewebe gebildet, umgewandelt. Wenn da etwas überlastet ist, dann hast du gleich ein Risiko für dieses Schilddrüsenthema. Ich möchte dich nur darauf aufmerksam machen,
dass du darüber Bescheid weißt und entsprechend bei Unsicherheiten deinen Therapeuten, deinen Arzt in der Klinik nochmal darauf ansprichst und natürlich auch dafür sorgen kannst, dass du diese Themen bestmöglich unterstützt. Weil ich weiß, meine Leber, die hat richtig viel zu tun in dieser Zeit. Dann sorge ich zum Beispiel dafür, dass ich ausreichend Aminosäuren zur Verfügung habe, die die Leber für diese Verstoffwechslungsprozesse braucht. Das heißt, ich esse ausreichend Proteine über meine Ernährung. Ich füge zusätzlich Aminosäuren dazu über ein Supplement. Das mache ich so. Welches ich da nehme, habe ich unten mal verlinkt in der Videobeschreibung. Ich achte auf eine schonende Ernährung, dass mein Körper, meine Leber möglichst wenig damit zu tun hat, irgendwie unnötige Stoffe zu verarbeiten. Ich verzichte auf die meisten Allergene. Ich gucke darauf, schonende Zubereitung, dass ich gare, dünste, viel Gemüse esse, viel Vielfalt in der Ernährung habe. Alles, was nicht an Mist in meinen Körper reinkommt, muss ja nicht zusätzlich verstoffwechseln, die Leber. Und das heißt, solche Dinge sollten dir unbedingt klar sein vorher. Und wenn du da, wie gesagt, Unsicherheiten spürst, dann einfach nochmal nachfragen. Zusammengefasst. Im Rahmen einer Kinderwunschbehandlung ist die natürliche Hormonproduktion eingeschränkt und die Leber ist stark belastet. Das heißt, diese beiden Sachen solltest du im Auge behalten und entsprechend auch unterstützen. Und ich verstehe auch, dass dein Wunsch, den du hast, sehr groß ist. Kann ich absolut nachvollziehen. Und dass du in einer Kinderwunschbehandlung vielleicht die Lösung für dich siehst. Ich möchte dich nur ermutigen, wenn du sagst, das ist jetzt mein Weg, da fühle ich mich total committed dazu, dass du einfach über diese Hintergründe ein bisschen Bescheid weißt und dich informierst und sagst, okay, das und das sind die Maßnahmen, die möchte ich gerne machen, um meinen Körper einfach bestmöglich zu unterstützen und damit auch das Gefühl zu haben, ich kann was Positives beitragen. Nicht zu vergessen ist auch die emotionale Herausforderung während dieser Kinderwunschbehandlung. Neben diesen körperlichen Aspekten, die wir jetzt gerade besprochen haben, gibt es ja auch emotionale Faktoren, die eine Rolle spielen. Ne? Ihr legt ja euer gesamtes Sexualleben offen. Ne? Also das muss einem klar sein. Das ist auch nicht so selbstverständlich für jeden, das dann so offen zu besprechen mit dem Arzt, so wann haben wir Sex und dies und das, ne? Ja, also sprecht da als Paar nochmal untereinander und sagt, okay, sind wir auch bereit dazu, uns da so zu öffnen? Was auch vorkommen kann, was ich häufiger mal erlebe, ist so dieses, auch so depressive Verstimmung. Das kann natürlich auch körperliche Gründe haben, aber man hat dann schon so das Gefühl, oh, ich habe doch jetzt schon so viel gemacht. Und man wird ja so offensichtlich auf diese Zeitlinie hingewiesen in so einer Behandlung. Vielleicht kommen da auch Schuldgefühle auf. Was habe ich falsch gemacht, wenn es nicht geklappt hat, ne? Und was hätte ich anders machen sollen? Was, ne? So, solche Sachen. Beschäftigt euch da vorher mit, wie ihr damit umgehen wollt und wie ihr auch zum Beispiel mit Wartezeiten umgeht, ne? Dieses Warten von Transfer zum positiven Test oder zum Schwangerschaftstest grundsätzlich. Wie gehe ich damit um? Wie komme ich auch als Paar gestärkt aus dieser Situation heraus? Wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Wer kann uns vielleicht von außen unterstützen? Hilft uns das? Wenn ja, in welcher Form? Es kann auch sein, dass es die Paarbeziehung verändert, einfach, ne, diese Zeit. Und ich denke, wenn man da offen kommuniziert und offen drüber spricht, ist es schon die halbe Miete. Ja, das muss ja alles nicht so kommen. Kann ja auch sein, dass du sagst, boah, ich bin voll die gestärkte Persönlichkeit und gehe da jetzt total rational auch dran. Das kann ja durchaus auch sein. Oder ich sehe auch in vielen das Positive, dann ist es ganz wunderbar. Aber wenn dem nicht so ist, dann frag dich halt vorher schon, was kann dir in dieser Zeit helfen? Dann hast du immer irgendwo auch nochmal einen Plan B und sagst, okay, selbst wenn ich mich mal schlecht fühle, das und das mache ich jetzt, um mir da selber zu helfen. Und natürlich hast du auch potenziellen Kontrollverlust. Ne? Du bist ja sehr fremdbestimmt über die Klinik. Was Zeitpunkte angeht, was auch Hormone angeht, es gibt da die ein oder anderen Nebenwirkungen, die sind echt nicht ohne. Und dann kann sich das so anfühlen, als würde ich mein gesamtes Vertrauen in meinen Körper auch abgeben. Und ich finde, da ist es allein dafür ist es ja schon wichtig, für sich rauszufinden, okay, was sind auch meine natürlichen Maßnahmen, um während der Behandlung mich selbst, meinen Körper zu unterstützen oder auch schon vorher damit anzufangen. Das sind einfach ganz, ganz wichtige Dinge. Abschließender Tipp ist, schreibt euch eine Pro- und Kontraliste. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Vielleicht auch für einzelne Behandlungsformen. Was spricht für diese Art von Behandlung? Was spricht zum Beispiel für eine ICSI, für eine IVF? Welche Empfehlungen haben wir bekommen? Welche Informationen sind noch offen? Welche Fragen sind noch offen, die ich unbedingt vorher klären möchte?
Klarheit ist für mich das A und O. Das ist ja auch der Grund, warum ich das Wissen macht Fruchtbau-Programm gegründet habe. Da geht es um Klarheit. Ich brauche Klarheit, um Vertrauen zu entwickeln in meinen Körper, in meine Entscheidung, in meinen Kinderwunsch, dass das klappen kann und wie ich das Ganze beeinflussen kann. Den Link dazu findest du immer unten in den Videobeschreibungen, wenn du das nächste Mal dabei sein möchtest. Ich finde nämlich, diese ganzheitlichen Maßnahmen und die Schulmedizin können sich wunderbar ergänzen, wenn man weiß, worauf man achten muss. Nächster Punkt, Unterstützung. Welche Form von Unterstützung brauche ich, möchte ich vor der Behandlung, nach der Behandlung, während der Behandlung? Was hilft mir einfach während dieser Zeit? Bereitet euch einfach auf diese Kinderwunschbehandlung vor. Erfahrungsgemäß sind die Punkte, die ich jetzt hier genannt habe, die wichtigsten dafür. Das hat sich so gezeigt in den letzten Jahren im Coaching. Und denkt dran, wenn ihr sagt, yes, in den nächsten Tagen haben wir herausgefunden, das ist auf jeden Fall der Weg, den wir gehen wollen, dann schaut euch unbedingt das Video an, was als nächstes kommt zum Thema, wie bereite ich eine Kinderwunschbehandlung optimal vor. Ich freue mich dann, euch in dem Video wiederzusehen.